Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ja. Alter, Peter, was ist los, ey? Silvester hat zu viel gesoffen. Ja, Peter. Fast hat ganz gut zu sein. Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Willkommen zurück in der neuen Folge. Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Willkommen zurück zu einer neuen GT... Ach, scheiße, verdammte Kacke, was mach ich denn gerade? Bitte alles mit reinschneiden. Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Willkommen zurück zu einer neuen Red Dead Online Challenge. Oh nein! Oh, Mr. Von Monty Maulwurf! Das ist doch jetzt alles belastet! Yeah. Ich bin letzter abgefallen! Ich bin Vorletzter! Ich war in der letzten Kurve Erster! Ja, ich weiß! Ich hab meine Grüne richtig schön durch deine Bananen geschossen! Holy shit, Alter! Mann, das hat eine krasse letzte Kurve! Ja, aber dann ist der direkt so viel zu hoch! Der ist immer 60%! Au! Faul! Ich hab den irgendwo in die Zuschauer geworfen und hab selbst scheinbar getroffen. Ich hab volle Kanne mit meinem Daumen gegen mein Mikro gehauen, aber so, Alter. Das war's. Oder heißt du das Peters? Ja! Hast du geschafft, Jay? Yep. Es sah Nein. so synchron aus. Das war gut. Nein. So schnell hier über. Genau! Ich wollte durch den einfach raus! Und ciao, Dalu. Hast du mich gekickt? Nee. Ja, natürlich, wie sah du da durch? Alter, dieses Spiel ist so rigged einfach nur, ja? Geh mal und Dalu wird komischerweise nicht bestraft, ne? Warum soll ich bestrafen? Fucking Hurenkart ist natürlich immer am Start, ey. Sepp, du bist perfekt. Du kommst gleich, keine Ahnung, nicht mehr lange. Du müsstest ihn fast sehen. Der steht da. Keine Ahnung, was der da macht. Hä? Der müsste jetzt da eigentlich, du bist wirklich sofort an ihn dran. Jo. Da ist er. Oh, Mist. Oh, Mist. Sepp, was ist dein Ernst? Flucht. Okay. Ich bin gleich zum Glück. Ja, ein bisschen. Jesus! Sich verarschen? Das ist Jesus am Kreuz! Das ist wie Jesus. Nee, das ist nicht Jesus am Kreuz. Das war aber ganz klar. Ja, meine ich ja. Jesus. Der hat den OP-Bumerang! Der OP-Bumerang! Und dann hab ich meinen auch noch selber kaputt gemacht. Peter! Oh Gott, im Himmel. Dalu. Ey, fahrt, Jungs! Ihr macht das jetzt! Holt euch Nein, nicht eine blaue doch. Jetzt! Ach, oh, come on! Holt ihn Warte, euch! Den Hund! Nein! Brennt ihn ab! Den holen wir uns noch! So sieht's aus! Oh nein! Ziel überholt! Alter, das reicht nicht! Scheiße! Vier Kabel insgesamt, zwei sind rot, zwei sind gelb. Das letzte Kabel. Okay. Jay. Okay, wir sind explodiert. Hä? Hat direkt zwei Fehler gemacht. Nee, du erster Fehler ist der explodiert. Einer ist so direkt. Hey, Moment, warte mal. Wir hatten zwei rote und zwei gelbe. Du hast gelb gesagt! Hab ich gelb gesagt? Du hast gelb gesagt! Hat er das? Da bin ich mir ziemlich sicher, dass du gelb gesagt hast. Okay, vielleicht habe ich gelb gesagt, da tut mir dann leid, das war mein Fehler. Tu mal einfach so, als wäre das nicht passiert. Retry. Einhornprodukt ist tatsächlich. Gab es nicht mal so eine Rittersport mit Einhorn-Design? Da sind die Leute Sturm gelaufen. Ja. Alles meine Freundin auch. Ich musste die bei eBay kaufen, um sie glücklich zu machen, weil es nirgendwo mehr gab. Ja, so ein Zufall aber auch. Ja. Hast du sonst sie nicht, sie glücklich zu machen, Peter? Ich glaube, das ist in der DNA veranlagt, dass Frauen auf Einhörner stehen. Ich zeig euch mal kurz die Abmessung. Das sind 33. Weil die Schwänze haben. Also, weil die halt so Horn haben, das aussieht. Mein großes Phallus-Ding drauf ist, oder? Eskaliert bei Jay immer so schnell. da manchmal überhört man kurz Sachen und denkt sich, habe ich das jetzt gerade wirklich gehört? Aber ja. Einhörner. Habt ihr auch so eine Einhorn-Puppe bei euch? Deswegen lieben Frauen auch Leuchttürme. Glaubt mir. Und Raumschiffe. Jede Frau, die jetzt hier zuhört, denkt sich so, ja, fuck. Er hat recht. Ach du Scheiße. Aber Traksch ist deiner. Ja, aber AIDS nicht. Nee, nicht ja, da explodiert. Tick und Traksch. Oh, okay, ich hätte nicht gedacht, dass das so krass explodiert. What the fuck? Und da unten liegt da eine Mine. Oh, what? Oh, der lebt doch.
Nee. Und auch nicht. Ein HP? Alter Schwede, ist das ein Krater? Das ist ja so viel wie eine Bombe. Der ein HP noch hat. Also jetzt nicht das Service. Also du gehst halt zum Service. Service, okay. Recovery weiß ich nicht genau, in welchem Zusammenhang das... Fernsehsender ist das doch. Recovery Channel heißt der. Ja, doch, ja, oder? Genau. Da zeigen die jeden Tag Jay. Wie würdest du das ganze Gebilde auf Deutsch übersetzen? Art am Recovern. Ich hab keine Ahnung, wie ich hier das so connecte, weißt du? Boah, lol. Das nice. War's! Was war das? Ja, meine Mutter in deinem Arsch. Hey! Deine Mutter in seinem Arsch. Nein! Bin ja gespannt, ey. Fang den Punkt, Sammy. Das ist schön, wenn du Spaß hast. Das kommt dann da rein. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Oh, shit. Welches Metall leitet Wärme am besten? Tja, nix A, B oder C, schade. Ja, fach. Richtig. Du darfst entscheiden, wer die nächste Frage bekommt. Ich? Kupfer? Stark. Jay! Oh, du hättest nicht als letztes reden dürfen. Jay! Das ist doch gar nichts. Ich fand Kupfer stark, ich hätte das nicht gewusst. Ja, wo man dann halt quasi den Kill noch stealen kann, aber... Jetzt wird das weg! Das war die falsche Taste. Nee. H drücken, Christian. H drücken mit F steigt man in diesem Spiel scheinbar nicht auf sein Ziel. Nein, mit E. E. Aber er wird so gefangen vom Lasso, mit F schleift sich so das Seil ab und drückt halt F nach und einfach aus Wut hat. G drücken jetzt. So, gehst du unten rum, Sepp. Ist oben nicht viel. Mann, halt's Maul! Hey, du bist doch einfach ein Arschloch, jetzt halt doch mal die Fresse, ey. Ich dachte, das wäre jetzt echt eine mal. Richtige Antwort. Ach, ich bin letzter. Also, Bram, ich habe erstmal hier natürlich dein Porno-Ding zu Ende gedacht, oben, ne? Ist klar. Oh, das ist cool. Dynamisch weiterentwickelt. Sau stark. Richtig useless, nice. Finde ich gut. Feier ich jetzt schon. Jetzt müsst ihr euch auf die andere Seite stellen für die zweite wichtige Funktion. Oh, es gibt noch eine Nachricht, noch eine zweite. Ey! Oh, hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, einfach so. Nice. Renn, Büsche! Alter Junge, ich dachte heute nicht mit dem Fuß gegen kommen. Puh. Wenn man zu excited ist, ist man zu excited, ey. Hol die Waldfee! Du geiler bist einfach Bastard. So ein Penner, weißt das du ist das? Low Gravity, Leute. Ich bin einfach geflogen über die ganze Map mit freier Kamera. Ich bin bis zur Unendlichkeit. Ich hab mir gedacht, ist doch Low Gravity bestimmt auch für meinen Charakter. Kann auch richtig wahr sein. Jetzt kommt Geschirrreiniger. Wow, sehr schnell gedrückt. Ey, das Pattern ist das. Ja, aber Geschirrreiniger hat 3. Geschirrreiniger hat 3. Absolut richtig. Geschirrreiniger. 3 E's. Ich mach's nur nochmal. Oh nein, ja, oh nein. Ich weiß, warum. Jetzt weiß ich, warum. Ihr ja. Schweine! Jeder hat den Fuß gemeint. Alles oh gut. Ey, ja. Jeder, der jetzt auch gedacht hat, wir waren's nicht. Wir haben nur Geschirrreiniger gesagt. Nee. Lol, was? Was? Easy, Christian! Hast du das gesehen, Junge? Hast du das gesehen in die Ecke? So, ich dachte mir so, what the fuck? Und dann schießt der einfach nee, rein. Nee, das war kein Missklick. Wollte nicht passen. Ich wollte den. Aber die Bewegung ist tatsächlich typisch. Guck mal, erst Richtung wechseln und dann. Alter, das. Ah, Robben, Junge! Gemacht. Nur von der Mittellinie. Aufgehalten. Nein! Nein! Ja, Sam fliegt! Wer ist von oh, den ersten? Nein! Oh, easy. Meine Kamera. Das war ja einfach. Platz 2.
Alter, diese Mucke die ganze Zeit im Hintergrund. Ach, Kacke. Ja, ich bock direkt auf Gyros. Ja, ohne Mist. Ich war... Da kam sogar das Geräusch, dass ich es geschafft hätte. What? Ich frage mich, ob Christian irgendwo Aussicht hält. Ja, das weiß ich halt auch nicht, ob der sich einfach jetzt irgendwo hingesetzt hat, in der Hoffnung, dass... Geil! Boah, scheiße. Geil. Oh Mann! Da hat sich aber dabei erschrocken. Ah, jetzt fängst du an wieder, ja, komm her. Ich hab daneben geschossen, du hast getroffen. Du hast hier versucht, mich zu töten. Du verkauf mal als erstes, ja? Boah, als wenn er so einen ganzen dicken. Als ob wir gleichzeitig gesprungen sind. Ich hab früher immer das Mickey Mouse Magazin gelesen, ja? Ich hab das jedes Jahr erneut. Ich hatte das im Abo. Also jetzt ist mal echt ein bisschen Dankbarkeit angebracht. Mickey, ich hasse dich so sehr. Mickey, warum tust du mir das an, Mickey? Gewinnt jetzt echt Mr. Jetshorn. Ne, warte mal, es sind 3. 1, 2, 3. Sorry. Ich dachte, er gewinnt. aber Mickey gewinnt. Alter, Mickey, ich hasse dich so sehr. Wieso tötest du dich denn nicht wie alle anderen auch? Okay, dann töte ich mich. Nani? Was ist denn da gerade passiert? Oh no! What the fuck? Wieso? Wieso krieg ich immer nur so Scheiß-Level? Wie viele Punkte hast du? Okay, 4. Wow. Geld. Jude. Juliana. Nicht Jude und Juliana. Jude Indiana. Alles klar. Oh mein Gott. Das war Indiana. Ja, okay. Aber wieso Nasa? Da kann ich gar nicht drüber lachen. Das ist damals Brams Performance. Bram hatte Indiana und hat so gewonnen. Okay. Das ist halt Indiana auf dem Zelt. Okay, Alter! Gesundheit, oh. Alter. Peter hasst Niesen, ey. Aber richtig. Ich finde, wenn Peter niest, hat sich immer so an wie ein Generalbefehl. Ja, aber den keiner versteht. Und alle Soldaten gucken sich danach so an und denken sich, okay. Das brachte das Buch Der große Pietsmiet-Ratgeber heraus. Zusätzlich produzierte er mit Sepp und Dena ein Hörspiel namens Der Fall des vermissten Professors. Ich bin wie zum Schmunzeln. Sehr schön. Schauspielerische. Schauspielerische Leistung zeigte Chris aus. Komm, ist tot. Oh, Alter. Das fühlt sich an, als wenn einem die Fingernägel ausgerissen werden gerade, ey. Oh, ist das schlimm. Ja. Schauspielerische Leistung zeigte Chris außerdem in einer Gastrolle bei der What the fuck? Wieso rennt denn da ein Pferd? Fang es! Das ist ein eindeutiges Zeichen, Bram, von dem Native American God, der Pferdemann. Was ist denn falsch mit dem Pferd, Alter? Das schwimmt jetzt auf den Ozean raus. Ja, lass das doch. Ich will das erlösen. Ich möchte zu Poseidon zurück. Ich finde auch, dass unser Team das eher verdient hat. Das finde ich auch. Gut gemacht, Toad. Scheiße, jetzt habe ich nicht darauf geachtet, wo Izzy war. Oder wie der hieß. Ich habe schon wieder vergessen, wie der Typ hieß. Boah, kaum fährt er nicht mehr gut, hat Peter seinen Namen. Er hat direkt wieder was im Gedächtnis gelöscht. Izzy, Schmizzy.